Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen ausgetobt und dabei zumindest auch in den Grundzügen gelernt, wie man so einen Alexa-Skill entwickelt. Und dabei ist als kleines Spaßprojekt entstanden, dass ich für vom Rost eine Art Gerichtsgenerator gebaut habe. Du kannst deine Alexa-Box nun also fragen, was du heute grillen sollst, wenn du ein bisschen Inspiration brauchst. Und Alexa antwortet darauf mit einem nicht ganz ernst gemeinten, zufällig zusammengestellten Gericht. Ich wollte das Ganze einfach mal ausprobieren. Vielleicht gefällt euch das. Dieses Video soll ein Hinweis darauf sein. Ich glaube, das kann man auf der Tonspur besser rüberbringen, als wenn ich darüber schreibe. Ich zeige euch gleich noch ein paar kurze Beispiele. Würde mich freuen, wenn du das mal ausprobierst, mir Feedback gibst und einfach sagst, was du darüber denkst. Also klar ist das jetzt einfach nur so ein bisschen Jux. Nichtsdestotrotz könnte ich mir auch vorstellen, das ein bisschen auszubauen, das richtig an die Rezepte anzubinden und da was auch immer noch mitzumachen. Vielleicht hast du ja auch Ideen. Also lass mich wissen, was du denkst. Viel Spaß damit und sollte es dir nicht gefallen, lass mich das auch gern wissen. Also, ciao! Alexa, frage Grillmeister, was ich heute essen könnte. Ohne Scheiß, warum nicht Sous Vide gegarte Garnelen-Sandwich überbacken mit Hüttenkäse und dazu Senfeier? Ja. Ich weiß nicht so ganz. Alexa, frage Grillmeister nach einem Menü. Jetzt kommt's: zünftiges Steak mit Parmasalat und dazu eine außergewöhnlich köstliche Rhabarbersaftschorle, die dich herrlich erfrischt nach all der Arbeit. War nur ein Scherz. Ja. Okay. Alexa, frage Grillmeister, was ich heute grillen könnte. Grill dir doch scharf angegrillte Beef Ribs auf Leberkässemmel im Teigmantel. Das klingt mir nach einer zünftigen Geschichte. Also, probiert's aus. Viel Spaß damit. Bis denn.